Sorry. Servus Leute, hier sind wir bei einem neuen Let's Play, Stream, irgendwas, eine Mischung. Gamers Go Makers, danke ans Netzwerk, an Alliance, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Ich stream das jetzt gleichzeitig auch ins Internet, halt auf Hitbox TV. Und ihr könnt sozusagen mit live dabei sein bei dem Spiel und direkt nachher beim Let's Play wird es natürlich auf YouTube hochgeladen noch. Und dann würde ich sagen, starten wir mal in das Ganze. New Game, die Corporation Name, wie immer, natürlich die NIS AG. AG, mach meine AG, mach meine NIS und NIS and Friends. So, Friends. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ich switch ganz kurz hinaus, ist mir egal. Ich will da zur Kontrolle schauen. Nämlich, es funktioniert. Ja, passt. So, dann gehen wir wieder zurück. So, und der Player-Name ist natürlich Dennis. Und wir starten auf, ja, normal, 1980, Full-View-Mode, männlich. Das gefällt mir eh so. Na, da bleiben wir eben auch schwarz. Und dann nehmen wir noch eine dunkle Hose. Dann würde ich sagen, starten wir in das ganze Spiel hinein. Und wir wollen noch, ja, bla 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 bla, wir sollen irgendwo, wo wir noch Stärken haben. Ich würde sagen, die Game Engine ist mir immer sehr wichtig. Und wir sollen wie viel? 3 Punkte. Dann würde ich sagen, die Grafik ist mir sehr wichtig. Und Gameplay? Ich glaube Gameplay, ja. So. Für die Leute, die im Stream sind, bitte kurz in die Kommentare einfach schreiben, ob ihr alles passt. Das würde mir sehr helfen. So, und wo fangen wir an? Jedes Land hat seine bestimmten, ja, Vorteile. Stockholm hat zum Beispiel Developer Time, geht niedriger. Halt Entwicklungszeit. Japan hat minus 10% auf Developer und 10% auf Bonus und Sales. So, dann gehen wir auf Südkorea, hat 10%. Ein 10% Friends. Software far highest level of gamers worldwide start in the sale and get a bonus on sales and fans. Okay, an Sales sind 10% mehr und 10% mehr Fans. Und dann gehen wir weiter zu Shanghai, China. Bonus an minus 20% Developer Time. New York Bonus on hiring staff. More and higher skilled employers. Brasilien 20% of sales. Russia thinks better, start in Russia, bla bla, 10% Game Engine, das wäre natürlich für mich interessant, weil ich eher auf die Game Engine gehe. Die Engine ist mir das Wichtigste. Und 10% auf Strategy War Games. Argentinien hat Sound plus 50. Das ist natürlich extrem genial auch gleich. Was hat denn Deutschland? Hamburg. Germans loves Research and Management Games. You get a bonus on Research minus 20 times and Management Simulation Games. Simulationsgames wäre natürlich auch eine schöne, dass wir einfach 10% mehr bekommen. Aber schreibt es auf jeden Fall in den Stream hinein. Hallo Fabi. Schreibt es in den Stream hinein, was für ein Land wir anfangen sollen. Ich schaue da noch ein bisschen weiter durch. England hat 20% on Genre Trend. Servus Mape 97, das ist gleich der Manuel. Bist das du, glaube ich, oder? Schätze ich einmal. So, England hat 20% on Genre. Wir sollen in Japan anfangen. Seid sich das sicher? Na, jetzt hat mein Handy da eingeschaltet, das wollte ich jetzt nicht. Das Dumme ist, ich kann hier nicht die Game Engine aufnehmen, sondern ich kann nur den Bildschirm aufnehmen. Deswegen seht ihr immer das, was ich auch mache, wenn ich auf einen anderen Bildschirm gehe und so weiter. Japan, alle wollen Japan. Wieso ist Japan so cool? Bonus und Sales, ja, ist schon geil auch. Schauen wir uns die anderen noch an, Rating 10 und Sales Prozent. Kann, ja, natürlich kommen aus Japan die meisten Spiele her. Danke Fabi. So, 20% Running Costs. In Australien 20% on Sales, wäre auch nicht schlecht. Oder in Frankreich Game Design Skills. Ja, schauen wir mal. Ich überlege jetzt gerade. Entweder ich mache Enemenemu oder ihr sagt mir jetzt noch mal ein zweiter Japan. Schade, Manuel, wir sehen uns ein anderes Mal. So, wir werden dann.
Japan, nicht Japan. Ja, nehmen wir Japan. Ich muss leider schon weg. Japan natürlich, Australien hört sich auch gut an. Ja, Australien hört sich auch wirklich gut an. Gehört bei 20% an Sales, aber ob Sales das wirklich das Wichtigste ist? Ja, nehmen wir Japan. Wenn es zwei schon Japan wollen, dann fangen wir in Tokio an. So, schauen wir mal, was wir machen müssen. Okay, danke Fabi. Schau mal, du, wenn du schon viermal probiert hast, dann wirst du mir ja einige Tipps geben können. Und wir werden das gemeinsam durchspielen. Ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Wir werden eine Zeit lang streamen, müssen wir mal schauen. Und das kommt auch alles auf YouTube. So, Gamers Go Makers, hello and welcome to Gamers Go Makers. 80 is a pack, bla 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 bla. Ja, ich will eigentlich. Boah, das sind ja alle schreckliche Tapeten. Das geht ja gar nicht. Ja, mir gefällt das Blau am besten, oder? Ich würde sagen, wir lassen das Blau und wir gehen gleich weiter frisch in das Spiel hinein und dann schauen wir mal, was Erste. Ja, ich weiß, dass ich so ein Cringe bin und bla bla, ist mir vollkommen wurscht. Now go ahead, click on your character and then start your business by creating your first game. So, was für ein Spiel soll man als Erstes entwickeln? Wir haben hier Very Strong Trend to Jungle Games. Das bedeutet, wir brauchen kein Tutorial. Lassen wir das, ist uninteressant. Wir sollen ein Jungle Game am besten machen. Machen wir ein Adventure, würde ich sagen. Ah, brauchen wir auch nicht. Wir entwickeln das auf. Ich bin ja eher der PC-Typ, deswegen auf dem Commodore. Und wir entwickeln hier ein. Tipps geben, sondern man muss es selber ausprobieren. Danke, Fabi. Ja, aber gibt es trotzdem Tipps, was ich für Spiele entwickeln soll? Das wird jetzt, weiß nicht, keine Ahnung, der Monkey, nein, der Dead Island. Machen wir Adventure. Ja, machen wir Dead Island, keine Ahnung. Schauen wir mal, wir werden kein Tutorial machen. So, das ist eh klar, da brauche ich eh nichts klicken, das ist am Anfang ganz normal. Eigentlich kann man da keine Tipps geben. Atapi ist am besten, okay. Aber ich bin PCler, deswegen will ich ja nicht Atapi machen. Bla 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 bla. Story, ja, ich weiß, jetzt kann ich die richtigen Punkte geben zu einem Adventure. Bei einem Adventure ist natürlich der Content wichtig, würde ich fast sagen. Und der Sound. Der Sound ist natürlich wichtig. Der Content, würde ich sagen, ist wichtig. Das Gameplay und Game Engine ist eigentlich dann nicht so wichtig. Kann ich da könnte ich auch weggeben. Ich glaube, ich würde dann nochmal Content, Game Writing. Wir haben noch wie viele Punkte? Zwei Punkte hätten wir noch. Noch einen auf Sound und Game Writing. Ich glaube, das werden wir machen gleich einmal. Ich hoffe, dass die Handy-App nicht zu lange, weil ich ja keinen zweiten Bildschirm habe. Jetzt habe ich die Kommentare nur auf dem Handy-App offen. Ist am besten um 1990 rum. Okay. Halt Adventure und Fire ist am besten um 1990 herum. Wir werden das einmal ausprobieren, so wie ich das jetzt eingestellt habe. The Devil's First Project ist ja. Dann fangen wir mal an ins Entwickeln. 2%, 5% ist ja schon fertig. Bla bla Story und Senua. Ja, ich weiß, dass ich da jetzt. Wir werden das, wir sind ja Japaner, wir werden das noch in Deutsch anbieten, würde ich sagen, und in Englisch. Weil das sind die zwei, ja, zwei große Sprachen in dem es zwei Länder. Wir wollen das Spiel eher. Explicit Language. Nein, wir lassen das eher so konstant. Werden aber zum Story-Budget noch was hinzufügen, nämlich eine Story im Bereich Jungle. Natürlich. Translate halt auf Englisch und auf Deutsch machen wir das Ganze. 24.000, wir haben 50.000 am Anfang, das passt und so weit, würde ich was sagen. Und wir starten die Entwicklung, halt machen die Entwicklung weiter. Kostet uns natürlich einiges und ich hoffe, das wird gleich ein Schlager. So. Und weil ich es versprochen habe, vom lieben Alexander Dellmann, er hat mir zum Kanalgeburtstag, es wird das den Brief wahrscheinlich noch in einen zweiten, zweiten besonderen Part geben. Ich soll den Brief vorlesen, beziehungsweise werde ich da auch noch ein zum Geburtstag, Kanalgeburtstag, ein kleines Video machen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber da wir jetzt gerade ein bisschen Zeit haben, werde ich kurz den Brief vorlesen und
Lieber Alex, danke dafür und danke, was dabei war. Und das bleibt mir, den Brief hebe ich auf, weil das war der erste, den ich als YouTuber sozusagen bekommen habe. So, herzlichen Glückwunsch. Hallo Markus, ich möchte dir mit diesem Brief alles Gute zum ersten Jahr auf YouTube gratulieren. Erst hast du klein angefangen und jetzt hast du über 2600 Abonnenten. Jetzt sind schon 2700, eine Woche später. Ist ein Wahnsinn, was, wie es da weitergeht. Du warst erst nicht so sicher im Sprechen und jetzt ist alles super. Du hast angefangen mit guten Off-Tour-Videos aufzunehmen. Und nun hast du dein eigenes Projekt mit etwa 300 Folgen. Du hast anfangs nur Landwirtschaftssimulator aufgenommen und jetzt nimmst du noch weitere Games auf. Und es ist echt lustig, manchmal, wenn du ihm mit Guten auf Sprachreise gehst und er nicht weiß, was du meinst. Du hast dich selber hochgearbeitet und du hast nie aufgehört, Videos aufzunehmen und hochzuladen. Du bringst Guten immer nach und nach weitere Sachen bei und das finde ich echt super von dir. Ich glaube auch, dass du noch mehrere Abonnenten dazu bekommen wirst. Ich werde mir auch immer schön deine Videos angucken. Ich hoffe, dass es noch lange so bleibt. Also bis dann. Gruß Alexander. Ja, danke Alex nochmal für den Brief. Ich habe mich so gefreut und das hat so einen Motivationsschub mir gegeben. Und vielen Dank noch einmal und wir werden uns sicher irgendwie irgendwann einmal treffen und dann werden wir drauf anstoßen oder sonst irgendwas anderes. So, es geht dann natürlich weiter im Spiel. Zuerst noch kurz im Kommentar lesen. Schnell also am Anfang Leute einstellen. Ja, Leute sollen wir später einstellen. Das werden wir auch machen. Ich habe eigentlich das Steam. Ah. So, egal. So, das Tutorial geht weiter. About Designing, bla bla bla, Kusche, okay. Wir sollen jetzt eine Box machen. Schauen wir mal, wir haben jetzt einen Adventure. Es gibt jetzt seit dem neuesten ein Update. Wir werden ein schwarz-blaues. Das schaut, glaube ich, gut aus. Als Jungle könnte man die Erde nehmen. Und ich glaube, das schaut nicht einmal so schlecht aus. Das gefällt mir. Das werden wir auch gleich nehmen. So, wenn das Handy jetzt noch einmal anspringt, dann werde ich es gleich einfach weghauen vom Strom. Dann sollte eigentlich das Problem weg sein. Genug Strom sollte es haben für den Abend. Das werden wir auch machen, bevor wir da noch lange herumtun. So, das erste Spiel ist fertig, glaube ich. Game has finished and bla 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 bla. Und weiter geht's. So. Wir können noch weitere Experience Points. Wir können nämlich, ich gehe in Experience Point, Last Project will done. So, wir werden natürlich in die Game Engine entwickeln, weil ich eher auf die Game Engine einmal Wert lege und deswegen werden wir da mal schauen, dass wir höher kommen. Natürlich Content Design und Level und Sound Design dürfen wir nicht vernachlässigen, aber das haben wir da relativ.